Liebe Freundinnen und Freunde der Leibniz-Universität, ich begrüße Sie ganz recht herzlich zu Leibniz Ansprechbar, dem Tag der offenen Tür unserer Universität. Wir haben von 12 bis 18 Uhr unsere Pforten geöffnet für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, damit Sie die Universität anschauen können, damit Sie Wissenschaft erfahren, Wissenschaft anfassen können. Sie können hier Ihre Fragen, die Ihnen auf der Seele brennen, an unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richten und mit Ihnen natürlich auch in den Dialog gehen. Entdecken Sie die Vielfalt unserer großen Universität an den vielen Campi, die wir haben. Schauen Sie sich die Labore an, die Bibliotheken, die Hörsäle, die Seminarräume. Schauen Sie sich Experimente an, nehmen Sie an Führungen teil. Unser Programm ist sehr abwechslungsreich und ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen, die ein tolles Programm entwickelt haben. Wir werden aktuelle Themen präsentieren, unter anderem Themen zu Photovoltaikanlagen, Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen, Stromspeicher und so weiter. Also Themen, die uns alle auf der Seele brennen. Sie können auch zum Sportcampus gehen und dort erfahren, wie Ihr Herz mit dem Sport zurechtkommt. Aber Sie können dort natürlich auch einen Schnupperkurs im Klettern unternehmen. Ich lege Ihnen insbesondere 5 Themenrundgänge bewusst ans Herz, von Nachhaltigkeit, Energie über Gesundheit und Wissenschaftskommunikation. Und im Lichthof finden Sie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen Sie gerade das, was ich eingangs ausgeführt habe, auch nochmal exemplifizieren können. Gehen Sie auf sie zu, stellen Sie Ihre Fragen. Sie kommen dort in den Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen, die diesen gerne mit Ihnen führen werden. Ich würde mich freuen, Sie am 5. November von 12 bis 18 Uhr hier an der Universität begrüßen zu dürfen. Ich werde auch selbst da sein, vielleicht begegnen wir uns. Ich würde mich sehr freuen. Und ich würde mich natürlich darüber hinaus freuen, wenn Sie auch das weitere Angebot, das wir an Sie richten, dass Sie dies auch wahrnehmen. Zunächst wünsche ich Ihnen aber einen tollen Tag der offenen Tür. Leibniz ansprechbar. Kommen Sie in den Dialog mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.